Hallo zusammen, ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass ihr da wieder da seid. Heute versuchen wir einen Weihnachtsmann zu retten oder besser gesagt zu transformieren. Hier habe ich einen Weihnachtsmann mit ein paar Weihnachtskugeln aus Schokolade. Und da versuche ich heute eine Schokolade mit Walnüssen, Haselnüssen, Kokosraspeln, obwohl ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich die auch dazu tue oder nicht. Und dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier sind ja so ein paar Dekoherzen. Man kann ja natürlich, oder ich vermute, man kann ja einige Zutaten noch dazu nehmen oder weglassen. Wir versuchen es hiermit. Und wichtig ist mir dazu zu sagen, ich schmeiße nicht so gerne Lebensmittel weg. Allgemein, egal was, ich versuche immer irgendwas daraus dann zu machen. Und wir leben eigentlich heutzutage in einem Überfluss, was kaum einer merkt. Wir haben einfach alles und können uns jeden Tag entscheiden, was wir essen, trinken oder nicht. Ja, es ist wirklich ein Luxusproblem, dass man dann noch überlegt, was man reduzieren möchte und, und. Und dabei vergessen wir wirklich, dass viele gar nicht mal die Grundnahrung haben. Demnächst ist ja auch Ostern und da wird bestimmt ein oder anderer Osterhase auch übrig bleiben. Das kann man da auch daraus machen. Und aus normaler Schokolade oder Backschokolade wahrscheinlich. Dann schauen wir mal einfach, was daraus wird. Ich habe meine Lieblingsform genommen, also Herzform und die mit so einem Backpapier beschichtet. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu noch Butter oder Sahne oder irgendwas nehmen muss. Das weiß ich nicht. Zum Schluss, also zum Schluss von diesem Video, dann schreibe ich euch einfach ganz genau, wie viel ich da von allem was dazu genommen habe oder nicht. Und hoffe, dass das gelingt. Mal schauen. Bin gespannt. Als allererstes möchte ich euch meine neue Filzpantoffel zeigen oder Schuhe. Das hat mir eine Freundin gemacht. Die sind so schön kuschelig und witzig und herrlich und passen irgendwie zu mir. Und hiermit möchte ich mich an meine Freundin nochmal bedanken. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Einfach, sie hat mir ein Päckchen geschickt, das aufzumachen. Es ist herrlich. Als erstes packen wir unseren Weihnachtsmann aus und die ganze Kugel und tun es in so eine Schüssel, die für ein Wasserbad geeignet ist, ein heißes Wasserbad. Und dann versuche ich jetzt alles zu schmelzen. So, als allererstes haben wir einen Pott mit heißem Wasser, um die Schokolade zu schmelzen. Und eine Pfanne mit Haselnüssen, Walnüssen und Kokosnussraspeln, um die ein bisschen anzurösten. Ich stelle es mir vor, dass es ein bisschen besser schmeckt, wenn das Ganze ein bisschen angeröstet ist. Hier muss es ganz, ganz schnell gehen mit Rösten. Ich habe es natürlich auf ganz hohe Stufe gestellt auf dem Herd und deswegen ging das so zackig mit Anrösten. Also aufpassen, dass es nicht verbrennt. Bei mir ist es sogar fast ein bisschen zu dunkel alles geworden. Die Schokolade einfach, wie gesagt, mit einem heißen Wasserbad schmelzen lassen und rühren, bis es ganz flüssig wird. So, ihr müsst richtig aufpassen, da tropft ja Wasser auf auf meine heiße Pfanne. Hier muss ja wirklich aufpassen, dass es nicht verbrennt. Bei mir sind ja Kokosraspeln sogar zu dunkel geworden, aber ich lasse es jetzt so, weil ich, wie gesagt, also Lebensmittel schmeiße ich nicht so gerne weg. Es geht wirklich im Minutentakt, wenn ihr das auf den Herd stellt und je nachdem, welche Temperatur, das röstet so schnell. Jetzt habe ich das einfach in die Form reingetan und darüber gieße ich die Schokolade. Die muss ich einfach, wie gesagt, irgendwie mit irgendwas noch ein bisschen flüssiger machen. Ich überlege mir das gerade. Ich habe mich gerade spontan für Kokosnussöl entschieden. Ein Löffel, ein kleines Teelöffel Kokosnussöl habe ich da noch reingetan, damit das ein bisschen fluffiger
was heißt fluffiger, eigentlich flüssiger wird, damit ich das übergießen kann. Mal schauen, ob das dann klappt. So, schaut mal hier. Also manche Hygienebewussten bei euch würden jetzt I sagen, aber es ging so schnell, dass ich das mit dem Löffel nicht so richtig verteilen könnte. Das war heiß und alles und ich wollte es einfach schaffen. Jetzt habe ich das einfach so erstmal die Nüsse und dann Schokolade drüber. Und dann musste ich das einfach gerade machen, damit es einigermaßen in Form bleibt. Und deswegen, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir all die, die so perfekt und korrekt sind. Ich kann es aber nicht anders. Und es ist alles bematscht wieder. Ich streue jetzt ein bisschen Kokosraspeln drüber und dieser Deko und lasse es einfach trocknen und schaue, ob da wirklich was daraus wird. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. Also es ist alles bedeckt, die ganzen Nüsse sind bedeckt und riecht gut. Ich habe es natürlich von einem Finger auch abgeleckt und probiert. Es schmeckt auch gut. Mal schauen. Es ist vollbracht und ich hoffe wirklich, dass daraus was wird. Sieht schon gut aus, mir gefällt es. Mir gefällt es einfach selbst die Idee, dass man das macht. Finde ich toll. Und ich melde mich, wenn das Ganze jetzt abgehärtet ist. Ich muss es irgendwo kühl stellen und gucken, was daraus jetzt wird. In der Zwischenzeit, wo meine Schokolade abkühlt, muss ich euch noch was zeigen. Ich habe eine neue Strickjacke gehabt. Die habe ich auf 40 gewaschen. Ich bin da so schlampig manchmal. Die ist so mini geworden. Ja, das ist einer von Pannen, die ich so habe. Ich habe leider keine Tochter. Das würde ja so ein kleines Mädchen schon passen. Sehr ärgerlich. Ich gehe aber meist ziemlich schnell drüber weg. Passt nicht so richtig auf wie viel ich waschen muss oder nicht. Und ich fand die Farbe so schön. Und jetzt ist es, ja, schaut mal hier, einfach ein bisschen mini geworden. Ja. Ich wollte euch einfach zeigen, es geht immer wieder was schief in unserem Leben, aber nehmt das nicht so ernst. Wie gesagt, wir hier haben genug Strickjäckchen und Pullover und alles Mögliche zum Anziehen. Ich würde es irgendeine Verwendung finden, nur bloß nicht ärgern. Natürlich im ersten Moment dachte ich, wow, nee, aber jetzt inzwischen lache ich drüber. Ja, ich. Fertig. Also optisch ist sie super gut geworden. Was aus meinem Pullover geworden ist oder meine Strickjacke, darf ich kaum erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. Mein Ego sagt, erzähl es bloß nicht. Ich habe es versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen und anzuziehen und dabei ist es gerissen und ich habe es einfach als Putzlappen jetzt benutzt. Ich schäme mich schon ein bisschen, aber es ist so, wie es ist. Ich probiere jetzt erstmal die Schokolade. Super lecker. Jetzt rede ich wieder mit vollem Mund. Einziger Manko ist, dass die Kokosnüsse ein bisschen zu dunkel geworden ist. Da schmeckt man so ein bisschen, dass es zu, nicht verbrannt, aber so ein bisschen sehr geröstet sind. Kann man aber wunderbar essen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine Verwendung gefunden habe. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr nehmt mir nicht das Übel mit der Strickjacke oder mit meinen Pannen. Und seht alles ein bisschen locker und freut euch am Leben. Ich grüße euch und freue mich auf nächstes Treffen.
Alles, alles Gute, bis demnächst.